Eine offene Drogenszene existiert in Bremen schon seit den 80ern. 10 Jahre später gehört sie zu den größten Deutschlands. In einem Jahr sterben damals fast 100 Konsumierende an den Folgen ihrer Sucht. Nach einem Rückgang ab der Jahrtausendwende steigt die Zahl der Drogentoten seit 10 Jahren wieder an. 2020 erreicht sie im Stadtstaat einen neuen Höhepunkt. Seit der Verbreitung von Crack in der Szene nimmt die Spannung dort noch zu. Bis zu 300 Menschen suchen heute täglich die Bahnhofsgegend auf, um Drogen zu kaufen und sie zu konsumieren. Das erlebt auch Lorraine. Seit 1,5 Jahren hält sie sich in Bremen auf. Es geht den ganzen Tag so. Geld klar machen, Drogen, Geld klar machen, Drogen, essen, Drogen, schlafen irgendwo. Ich habe schon Lungenembolie gehabt, Abszess in der Lunge. Ich wurde aufgeschnitten in Leisten, weil ich da halt Scheiße früher gemacht habe und ja, Blutvergiftung hatte. Was für Scheiß meinst du? Ja, leider in die Leiste gespritzt, ne, ein paar Mal. Und halt daneben dann halt von innen Abszesse gehabt, die geplatzt sind. Ja. Du hast auch vorhin erzählt, dass du auch einen Sohn hast. Ja, das ist bei meiner Mama. Siehst du den ab und zu? Also wo ich jetzt in der Entgiftung war, hat meine Mama den das erste Mal mitgebracht nach langer, langer Zeit. War sehr schön, der ist auch sehr groß geworden. Und hat auch gesagt, dass ich das öfters haben kann, wenn ich halt mein Leben ändere. Sagt er? Ja, und das finde ich halt auch so traurig und das zerfrisst mich auch, dass ich quasi meinen Sohn gegen diese Scheiße hier eintausche. Ich mache das nicht bewusst, ja, ich bin einfach suchtkrank, aber das habe ich eigentlich immer vor Augen, so, ja, dass ich meinen Sohn gegen diese Scheiße hier austausche. Was ist das hier? Nichts. Das ist mein Sohn, das ist Gold, das ist mein Leben, ja, das ist mein Fleisch und Blut. Für diese Kacke hier, die sich hier verkaufen für Einstein oder ihre eigene Mutter verkaufen oder ihre eigene Seele, nee. Das soll nicht mein Leben sein oder bleiben. Ich will auf jeden Fall weg von hier. Das ekelt mich so an, diese Leute jeden Tag zu sehen. Ich bin selber da drin, aber ich bin nicht so abgewichst und so ekelhaft wie diese Leute hier. Das erschreckt mich ehrlich, obwohl ich selber drauf bin. Ne? Wie bist du hier gelandet? Durch meinen Freund. Nach meiner Haftstrafe bin ich für meinen Freund hingezogen. Der ist halt einen Monat später gestorben. Motorradunfall. Und ja, seitdem hänge ich hier fest seit 1,5 Jahren und komme hier irgendwie nicht weg. Vermisst du ihn? Ich bin sauer auf ihn, so, warum er mich alleine gelassen hat. Lorraine lernen wir bereits im Sommer zuvor kennen, als sie sich mit Maike in den Wallanlagen aufhält. Ein beliebter Ort für Bremer Bürger und auch für Mitglieder der Szene. Lorraine drückt ihre Gefühle auf besondere Weise aus. Wer gibt den Beat, wer macht Beatbox? Nein, okay, ich fange dann an. 1, 2, 3. Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag, warum ich nur noch an dich denken kann. Ich bin kurz davor, durchzudrehen, aus Angst dich zu verlieren. Und dass uns jetzt kein Unglück geschieht, dafür kann ich nicht garantieren. Und alles nur, weil ich dich liebe. Und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist. Und bringe uns beide um. Tschick, tschick, danke. Also wenn es mir schlecht geht, singe ich. Wenn es mir gut geht, singe ich. Also, das ist, ich lass mein, wenn ich traurig bin, sauer bin, ich lasse meine Frust halt und singe aus. Und ja, das ist einfach alles für mich. Kann ich halt meine Gefühle zeigen. Anders als Lorraine geht Lara mit Emotionen um. Nach dem Tod ihrer Mutter vor 2 Jahren verliert sie ihr Zuhause. Doch im vergangenen Winter wendet sich das Blatt. Wir gehen jetzt nach Hause.
beziehungsweise die Wohnung von meinem Freund. Oh, ist das kalt! Oh. Als es Lara besonders schlecht geht, lernt sie einen Mann kennen, der sie bei sich aufnimmt. Wo sind wir hier? Was ist das für eine Wohnung? Bei mir zu Hause, beziehungsweise ich bin auch in einer Beziehung tatsächlich, seit knapp 6 Monaten. Bei ihrem Freund kommt Lara wieder etwas zu Kräften. Doch die Mutter kann er nicht ersetzen. Selbst wenn Laras Gefühle für sie zwiespältig sind. Vermisst du deine Mutter sehr? Ja. Vermissen ist schon kein Ausdruck mehr. Wie war denn deine Mutter? Am Anfang war sie einfach nur eine Schlampe. Bin ich ehrlich. Echt. So, eine Alkoholikerin, die einfach wirklich ihr Kind drauf scheißt, einfach nur eine Schlampe ist. Hauptsache ficken, Hauptsache ihr Alkohol, Hauptsache ihre Drogen. Schießt mich tot. Das sah ich auch so, wie es ist. Und das. Boah, aber das hat sich geändert mit der Zeit. Da war sie eine fürsorgliche Frau mit einem Putz drin, tatsächlich. Die immer da war. Wie ging es mit dir weiter, als deine Mutter gestorben ist? Was ist dann passiert? Ich bin dann abgehauen. Laras Mutter leidet an einer schweren Form von Rheuma und stirbt mit 42 Jahren. Erst der bevorstehende Tod öffnete ihr wohl die Augen für ihre Tochter. So erklärte sich Lara. Oh mein Gott. Alles gut. So viele Momente gibt's auch. Oi. Über den Verlust ihrer Mutter kommt die 21-Jährige nicht hinweg. Immer wieder versucht sie, die Leere und den Schmerz, den sie fühlt, mit der nächsten Dosis Crack zu verdrängen. Lara ist auf dem Weg zu ihrem Dealer. Ich will mir erst den Kopf holen. Eine gefährliche Strategie, die viele Konsumenten verfolgen. Selbst wenn sie keine dauerhafte Linderung verschafft. Den Dealern spielt das in die Karten. Die Drogenszene rund um den Hauptbahnhof pulsiert Tag und Nacht. Der Konsum für alle sichtbar. Die Standorte der Dealer ein offenes Geheimnis. Bis zum Juni 2022. Seitdem erhöht der Innensenator massiv den Druck. Polizei und Ordnungsamt führen Großkontrollen und Sondereinsätze durch. Stellen Strafanzeigen, beschlagnahmen Drogen. Alles, um die Drogenabhängigen zu verdrängen. Weg vom Bahnhof. Doch Kritiker wenden ein, sollte der Druck einmal nachlassen, kehrt die Szene sofort zurück. Denn die Not der Suchtkranken bleibt bestehen. Michael gibt nicht klein bei. Die Polizei macht hier, wie sagt ihr das in jedem anderen Städten, Junkie-Jogging oder was? Und das ist in Bremen jetzt auch. Was sie in 10 Jahren hier nicht geschafft haben, die Leute zu vertreiben, haben sie jetzt echt in 2 Wochen geschafft. Was heißt viel Präsenz? Oder? Ja, viel Präsenz. Du kannst sagen, alle 10 Minuten. Da kommt ein Sixpack von der Seite, von der anderen eine kleine Seite. Das ist wirklich schon, zu Fuß kommen die. Und das haben sie ja angekündigt. In diesem Hotel, da oben saß ich, in diesem Fenster. Es war eine Diskussionsrunde für besorgte Bürger über den Bahnhof. So, und man hat so bei uns im Comeback-Laden Flyer. Man sollte sich telefonisch anmelden, dass man teilnehmen kann. So habe ich natürlich gemacht, ja. Und mich wollten sie nicht reinlassen. Und alle anderen sind an mir vorbeigelaufen. Da habe ich schon gedacht, anmelden? Da war ja wohl auch er hier wieder. Es ging darum, dass der Bremer Bahnhof natürlich hier wegen uns, dass sie die Obdachlosen, Alkis und Junkies loswerden wollen, weil Bremen ja angeblich eins der schönen Bahnhöfe Deutschlands ist. Das war der Kontext. Die 7, die da vorne saßen, die haben sich untereinander den Ball zugeschmissen. Was die empfinden. Und ich war die einzigste aus dem Publikum, die mal hier gemacht hat. Beziehungsweise sich hingestellt hat, sonst die haben mich ja geschickt ignoriert oder versucht. Und was hast du gesagt? Höflich frech habe ich gesagt, dass ich zu den Assis gehöre, worüber sie die ganze Zeit reden. Und das fanden sie nicht schön, ne?
Und die haben mich auch, diese haben mir auch gar nicht richtig geantwortet. Ne? Das Publikum hat immer applaudiert und gejubelt. Ja, logisch. Ne? Und meine Drogenleute auch. Und die haben mich immer ein bisschen runter. Ich habe immer hinter mir hier und gehabt. Ich sage, ey, wenn ich mich zu hart drauf bin, haltet mich ruhig, Leute. Die Verdrängungsstrategie zeigt Auswirkungen. Eine Anlaufstelle für Suchtkranke und Obdachlose, der sogenannte Käfig, geschlossen. Die Fußgängerbrücke, auf der häufig konsumiert wurde, gesperrt. Die Hilfesuchenden müssen auf andere Orte ausweichen. Je mehr die Szene am Bahnhof unter Druck gerät, desto stärker wächst sie woanders. Am Lucy-Flechtmann-Platz, in Gröpelingen, in den Wallanlagen, am Bahnhof Burg. 900 Meter vom Bahnhof entfernt hat die Stadt an der Friedrich-Rauers-Straße außerdem eine sogenannte Akzeptanzfläche mit offenen Containern eingerichtet. Dort werden Suchtkranke toleriert, ohne dass andere Bürger sie zu Gesicht bekommen. Den Ort zwischen Gleisen und ehemaliger Obdachlosenunterkunft haben auch Kleindealer für sich entdeckt. In dieser unwirtlichen Ecke der Bahnhofsvorstadt treffen wir Lorraine wieder. Ja, da sind halt ganz viele Paletten mit Decken, wo man schlafen kann, sich ausruhen kann, konsumieren kann auch. Ja, wo gedealt wird auch natürlich. Hier gelten eigene Regeln. Eine Aufsicht findet nicht statt. Die Dealer, die dort Drogen verkaufen, scheuen Kameras. Wir ziehen uns zurück. Wie oft bist du hier? Außerdem ist das, gibt öfters halt, ne? Weil wenn ich manchmal nach Drogen suche, ist das am Hauptbahnhof sehr schwer, weil die Polizei überall steht. Die räumen da richtig auf zur Zeit. Deswegen muss ich dann halt hier hin, ne? Lorraine hat kein Zuhause. Ihre Hände möchte sie heute nicht zeigen, weil sie sie hier nicht waschen kann. Die Drogenszene stellt im Moment ihr einziges soziales Umfeld dar. Ich fühle mich sehr einsam dort. Auch wenn ich viele Leute kenne und da habe, aber im Endeffekt hören die sowieso nicht zu. Denken nur an die Drogen oder wollen nur was von dir. Was wünschst du dir denn für dich, für deine eigene Zukunft? Ja, dass ich im Dreckesloch endlich mal rauskomme. Das wirklich schaffe. Drogenfrei zu leben. Eine Mutter zu sein, so wie es mein Sohn verdient hat. Ja. Wir müssen alles eigentlich auch so einen geregelten Tagesablauf, die Wäsche zu machen, zu putzen, zu kochen, einfach eine Wohnung zu haben. Sowas möchte ich halt wieder haben. Das ist mein Ziel halt. Eine drogenfreie, gute Mutter zu sein, die in einem Haushalt lebt. Ja.